Hallo, heute wir machen eine Empfehlung für Juramarmu. Das ist sehr schönes und weltbekanntes Material. Wir testen drei verschiedene Anker. Die sind 10, 15 und 20 mm in den Stein verankert. Wir möchten heute eine Antwort bekommen auf die Frage, ob wir könnten befestigen Platten mit 60 x 20 auf die Fassade in 3 cm Stein. Natürlich, ich weiß, dass yes, ja, aber wir brauchen eine konkrete Antwort auf Basis von unseren Testen. Und schauen wir heute, wie sieht es aus. Und das sind die Resultate, die wir haben bekommen. Platte 3 cm, Anker 10 mm befestigt in der Stein, hat uns gegeben 4,19 kN Ausbruch. Das ist charakteristisches Wert. Das ist über 400 Kilo. Und alle Testen haben gegeben uns einen Kegelausbruch. Anker, das ist unsere Empfehlung für diese Platte, weil wir haben bekommen die Ausbruchlasten, das charakteristische Wert über 7 kN. Zwei von 5 Platten waren gebrochen hier und andere drei haben uns gegeben einen schönen Kegelausbruch. Bei 20 mm Anker, wir haben bekommen Ausbruchlasten 7,5 kN, charakteristisches Wert. Also zwischen 15 mm Anker und 20 mm Anker, der Unterschied ist nicht groß. Aber Bohrzeit ist 25% länger. Deswegen 15 mm Anker für 3 cm Platte ist unsere starke Empfehlung. Ich hoffe, dass die Tests Sie schauen, Sie haben bekommen, sind für Ihnen interessant und der Stein ist sehr, sehr stark. Und wenn Sie Fragen haben, ich stehe zur Verfügung. Danke, ciao.